Wir brauchen mehr Leute. Neue Folge Kingdoms and Castles. Damit meine ich natürlich die Einwohner hier in meinem kleinen Reich, aber ich meine natürlich auch Zuschauer. Also kommet und sehet dieses Spiel. Genau. Wir haben das letzte Mal, wo waren wir? Wir haben ein Krankenhaus gebaut, damit die Pest nicht wiederkommt und uns alle dahin rafft. Wir haben zu wenig Einwohner, wie ich eben schon andeutete. Die Steinbrüche stehen still. So gut wie alle Häuser werden nicht mehr vernünftig bedient. Der Schmied arbeitet nicht mehr. Also, da ist auf jeden Fall ein bisschen was im Argen. Ich warte mal, bis der Winter vorbei ist. Vielleicht kommen ja dann noch die Leute wieder dazu hier. Wir haben ja noch 7 Wohnplätze frei. Wieso? Oh nee, jetzt ernsthaft schon wieder? Wie oft wollen die denn jetzt noch kommen? So, aber zumindest sind die entsprechenden Einwohner jetzt wieder am Start. Das ist sehr gut. Das heißt, Train Soldiers. So, train mal 3 Soldiers, 4 Soldiers. Die werden jetzt hier alles anzünden, aber das ist okay für mich. Denn immerhin ist ja jetzt hier eine Mauer. Kann man die irgendwie zumachen? Nee, weiß ich nicht, keine Ahnung. So, das mit den Trained Soldiers hier, das läuft nicht so richtig. Na gut. Wieso? Die können da außen rumlaufen? Das ist doch fies. Das geht doch so nicht. Das geht doch so nicht. Wozu habe ich denn da jetzt eine Mauer gebaut, wenn man da außen rumlaufen kann? Und wieso? Es gibt keine automatische Verfolgung hier. Das nervt total. Oh Gott, oh Gott. Ich muss wieder neue Helden bauen. Guck mal, die hauen ab. Die hauen ab, die Schweine. Yes! Ah, aber einer ist noch da. Der große Bösewicht mit seinen beiden Jungs. Ist der schon verletzt? Sieht man das? Nee, irgendwie nicht. Na gut, aber das ärgert mich ja jetzt. Wieso kann man denn hier einfach vorbeilaufen? Muss ich jetzt hier außen auf dem Wasser dann auch noch bauen? Wie ist denn das? Warte mal. Industry? Nee, wo ist denn das? Hier ist Pier. 50 Stein. Allows building on water. Das heißt, hier muss ich dann, damit ich dazu machen kann, wahrscheinlich noch auf dem Wasser das irgendwie zubauen. So, dann machen wir jetzt mal hier den Steinkram. Nicht Schweinkram, aber den Steinkram wieder auf. Trained Soldier. Haben wir jetzt hier mal ein paar Soldiers am Start oder was? So. Mal 2 Soldiers. Das war schon mal etwas. Ah, es haben wieder ein paar von meinen Leuten die Krötze bekommen. Die Seuche. Das ist nicht so gut. So, wie kriegen die denn jetzt hier den Mist hin? Holt er jetzt gerade mal da die Waffen? Ja. Looking for new trainee. Okay, wir brauchen mehr Trainees, Mann. Happiness ist gerade nicht so geil. Da können wir mal eine kleine Party machen. Ist immer, wenn die Vikings gerade attackt haben, dann ist das eher so ein bisschen. Da ist die Laune eher so ein bisschen am Tiefpunkt. Ich habe irgendwie echt zu wenig Leute. Das ist total krass. Ist doch einfach, weil hier 8 Leute drin sind, ne? Ja gut, komm, lass es. Dann lassen wir das. Nahrungsversorgung läuft ganz gut. Tales of our unsuccessful defense. Weiß ich nicht, ich finde das jetzt nicht so. Oh, es kommen jetzt echt keine Menschen mehr vorbei? Das wäre ja gemein. Genau. Ich sag so oft M. Darauf wurde ich hingewiesen. Das lasse ich dann mal. Warum musstet ihr jetzt meinen Blacksmith hier niederreißen? Das war teuer zu bauen und aufwendig und so. Scheiße. So eine Scheiße ist das wieder hier. Ich fasse es ja nicht. Was man machen könnte, wäre jetzt hier mal Steine wegzureißen. Weil die nerven ja sowieso nur. So. Und was ich machen wollte, ist den Pier hier bauen.
dass man da dann eine Mauer drauf bauen kann, weil ohne das Ding kann ich da keine Mauer bauen, ne? Das macht ja auch irgendwie Sinn. Weil ich will nicht, dass sie da immer, dass sie da einfach durchkommen. Das ist doch scheiße. So haben wir aber nicht gewettet. Überhaupt nicht gewettet. Ich weiß, ich weiß. So. Also ich brauche eindeutig mehr Leute. Also hier ist wirklich die Hauptressource ist mehr Menschen. Ja, Harvest, Unhappy, Good Day, Sir. Also eine Church sollten wir dementsprechend auch irgendwann mal bauen. Können wir nochmal ein Fest veranstalten. Ich meine, ganz ehrlich, das, die 25 Gold, die können wir uns leisten. So, jetzt stehen wir im Endeffekt schlechter da als vor dieser Folge, weil der Blacksmith weg ist. Und solange die Wikinger immer jetzt hier landen und irgendwie haben sie sich das ja angewöhnt. Ach, die Mine haben sie auch abgerissen. Scheiße, Mann. Solange die immer da landen, ist das natürlich auch irgendwie blöd, weil die dann immer die ganzen Sachen einreißen. Ich müsste sie halt gleich da mich verteidigen. Könnte ich ja machen, wenn ich jetzt mal eine vernünftige Armee irgendwie hab. Ah, einer ist hier geblieben. Ich baue jetzt einfach mal noch ein kleines Haus. Einfach, weil das kann man mal schnell so noch irgendwo dazwischen stellen. Oder ein großes. Wisst ihr was? Was kostet denn der ganze Quatsch? Einfach mal hier noch so ein großes Cottage hinsetzen. Und eine Straße. So. Dann ist das halt mal ein bisschen dichter besiedelt da hinten. Immerhin stirbt der hier hin und wieder auch mal jemand. So. Zählen denn die Soldaten hier dann jetzt auch als Siedler? Also wenn ich jetzt 20 Soldaten baue, habe ich dann 20 Siedler weniger? Das wäre jetzt echt interessant zu wissen. Ich hoffe nicht, dass das so ist. So, ich habe keine Workers, kann das sein? Dann vielleicht mal hier irgendwie was stilllegen. Ja, guck mal, legen wir mal hier die paar Felder still, dann haben wir wenigstens mal ein paar Arbeiter, die hier irgendwie mithelfen können. Nahrung genug ist da momentan. Weiß nicht, ob wir noch genug Holz haben. Hier müsste ein bisschen Holz liegen und hier drüben ist auch Holz, also das geht dann schon. We are full, we need more homes. Habe ich doch gerade gebaut. Da hinten wird doch gerade noch ein Haus für 12 Leute gebaut. Also wenn das dann voll ist, dann sollte aber... Ach scheiße, jetzt sind gerade 10 vorbeigekommen und kein Platz ist frei. Weil das Haus knapp vor der Vollendung ist. Na gut, aber das wird schon. So, jetzt ist hier gleich der Pier fertig. Dann können wir da nämlich auch mal zumachen. Erstmal würde ich hier den Turm noch bauen, damit er die gleiche Höhe ist. Cannot build on water. Ja, aber gleich ist ja da kein Water mehr. Ihr könnt doch schon mal ein bisschen visionär in die Zukunft gucken, ihr kleinen Schweinchen. So, dann können wir nämlich hier auch endlich mal vernünftig hochbauen. Und dann wäre es vielleicht ganz geil, da mal Archer Towers draufzusetzen. 6 Leute sind gekommen, super. So, dann bauen wir das da oben drauf. Oder hier, direkt neben den... Bleibe ich eigentlich auf der Höhe? Nee, ich baue noch höher, oder? Ich baue noch eins höher. Ja, damit das eine Höhe hat mit dem Tor. So viel Optik muss dann auch sein. Das sieht einfach hübscher aus. Die sind doch gar nicht so unhappy, die sind 79, das ist doch okay. So, Nahrung muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, weil ich jetzt ja hier die Nahrungsversorgung gestrichen habe. Für die Kollegen. Sind jetzt hier Leute wieder in der Mine. Weil auch wenn jetzt gerade kein Blacksmith da ist, können die ja schon mal ein bisschen Eisen abarbeiten. Dann kann ich die Mine schließen und kann dann den Blacksmith wieder aufmachen. Also so habe ich mir das jetzt gerade überlegt, dass ich das nicht alles gleichzeitig baue. So, jetzt ist aber hier Full House 95. Jetzt haben wir genug Leute, damit hier alles mal ordentlich besetzt wird. 7 Bauarbeiter ließ. Das heißt, das läuft hier alles. Sehr gut. Dann bauen wir mal hier direkt noch weiter. So ist es ja nun nicht. So, und dann kommen auf die beiden hohen Türme, kommen dann Bogen
wie heißt das? Bogenschieß-Dinger. Bogenschützen. So. Zack. Kommt da oben rauf. Und dann auf das Ding kommt auch noch einer. Das ist alles offen, das ist gut. Ich würde sagen, wir brauchen momentan vor allen Dingen Stein. Das heißt, ich öffne jetzt auch den zweiten Steinbruch wieder. Wenn ich dann natürlich weniger Arbeiter zur Verfügung habe, die bauen können. Aber die Mauer nimmt ja auch gerade so ein bisschen Gestalt an. Mich irritiert allerdings so ein bisschen, dass die Wikinger hier vorhin einfach durchs Wasser marschiert sind. Das darf, finde ich, eigentlich nicht passieren. Das fand ich ein Stückchen unfair. Mal gucken, wie unfair das weitergeht. Also wenn die jetzt hier außenrum immer noch laufen können, dann ist das einfach mega ärgerlich. So, wieso? Da ist Wasser. Ich kann jetzt hier auch nicht einfach... Ich könnte jetzt hier noch... ich könnte jetzt hier einfach noch einen Burggraben dazwischen bauen. Aber das ist irgendwie doof. So, ich glaube, mit 95 Leuten komme ich erstmal ganz gut zurecht. Die sollen jetzt erstmal hier noch die restlichen Bauwerke sich kümmern, die ich noch in Auftrag gegeben habe. Also eigentlich ist es ja nur noch das Ding hier abreißen. Weil dann kann ich nämlich langsam auch nach hier hinten noch ein bisschen ausbauen. Zum Beispiel da mal eine Straße hinsetzen. Hin und wieder stuppt ja auch einfach mal einer. So, Stein sollte jetzt eigentlich ganz ordentlich laufen. Ich habe jetzt hier... Wieso zur Hölle haben die 16 Masterworkers? Ach so, die kriegen jetzt gerade keine Werkzeuge. Ja, okay. Gut, dann müssen wir jetzt uns vielleicht dann doch mal überlegen, wieder einen Blacksmith zu bauen. Ja, was kostet denn der nochmal? 25 und 50. Na gut, das dauert eh kurz, bis ich mir das leisten kann. Ich habe 3 freie Arbeiter. Wieso reißen die das nicht ab? Achso, das kann ich selber machen. Cool. Das hat jetzt noch nicht so mega viel gebracht, aber ich bin auf dem Weg. I'm on my way. So. Nahrung läuft auch noch ganz gut. Ist in Ordnung. Der sagt mir jetzt wieder nur, dass die unzufrieden sind, weil sie keine Kirche haben. Ja, okay. Ist wieder ein bisschen Nahrung verschwendet worden. Da würde ich jetzt wahrscheinlich hier noch gucken, dass... Wobei hier ist jetzt echt nicht so fresh der Boden, ne? Ist eher so gelblich. Hier hinten wäre es halt ganz gut. Oder hier. Mehr Nahrung anzubauen. Oder hier vorne. Wie schon gesagt, meine Überlegung wäre jetzt auch gewesen, hier noch eine Nahrungsversorgung aufzubauen. Aber momentan reicht das ja auch erstmal, was wir hier vorne haben. Ich öffne mal hier noch dieses eine Feld wieder. Dann habe ich immer noch 2 freie Arbeiter. Die können dann jetzt wieder den... Vielleicht bauen wir den Blacksmith doch hinter die Mauer. Steht da irgendwas, dass da nicht gern Leute in der Nähe wohnen? Nö. Weil dann ist der einfach sicher. Das gefällt mir dann ehrlich gesagt besser. So. Jo, machen wir es. So. Dann ist der hinter der Mauer, also sicher ist er nicht, weil die Wikinger können ja offensichtlich durchs Wasser laufen. Aber theoretisch ist er da sicher. Sicherer. Und ich werde jetzt mal auf 100 Einwohner erhöhen. Ich finde, das kann man mal machen. So. Zack. Dann haben wir einfach 100 und das sieht dann schöner aus. Ich bin ja immer für Symmetrie und gerade Zahlen und 95 ist zwar auch nett, aber 100 ist noch netter. So, ihr baut mal schön das Ding. Als nächstes können wir dann hier nochmal die Mauern erhöhen. Die Steinproduktion geht ja dann doch recht flugs. So, dann ist zumindest das Stück Mauer hier mal alles gleich hoch. Schwierig wird es dann natürlich, wenn die Wikinger sich entscheiden, wieder hier hinten irgendwo zu landen. Also sollte ich mit den 5 neuen Einwohnern, die ich ja dann hoffentlich bald haben werde, wenn das Haus hier fertig ist. No idle workers? Warum? Weil die gerade noch hier vorne am Bauen sind. Ja. Ach so. Genau, also wenn
das Haus fertig ist, dann habe ich ja nochmal wieder 5 Leute, dann kann ich hier die Kaserne auch wieder öffnen und dann gucken wir einfach mal nochmal, wie das mit dem Rekrutieren läuft. Ich habe ja noch genug Waffen, dass ich mir das eigentlich leisten können müsste, nochmal so 3-4 Soldaten zu rekrutieren. Ich kann ja direkt jetzt hier schon nochmal einen Helden mir holen, die sind ja auch relativ wertvoll, wie wir festgestellt haben. Zwei Arbeitern geht das natürlich nicht besonders schnell. Die Stimmung ist gerade gut, 84, das heißt, wir können mal die Bibliothek kurz schließen. Die soll mal mitarbeiten. Die Happiness sinkt ja nicht so schnell. Sieht man ja, die läuft ja gerade noch ganz gut. So, dann kriegen wir den Blacksmith wieder fertig und dann würde ich schon sagen, dass das ein Fortschritt war in dieser Folge. Ja, würde ich schon behaupten. So, dann machen wir aber mal hier das ganze Iron und so da nicht hin. Oh! Ah, mit 100 ist man eine wachsende Stadt, eine florierende Metropole. Geil. 100 Leute. So, und dann bauen wir nämlich... Wo ist es? Hier. Noch ein Lagerhaus hier vorne hin. Genau. Wo dann die Kollegen das ganze Eisen lagern können. Dann würde ich das nämlich da dann überall rausschicken und dann soll das alles hier hinkommen. Und dafür dann aber da nichts anderes. Also nur die Sachen, die der Blacksmith auch wirklich braucht, damit das ein bisschen schneller geht. Und schon waren sie nur noch 99. So. Das geht ja doch relativ schnell. Es kommen ja häufiger mal Leute vorbei, das ist gut. So, und dann holen wir uns noch den dritten Helden, weil wenn es an Geld scheitern sollte, also da habe ich jetzt eigentlich gerade immer genug, weil ich jetzt ja so viel mit Geld auch nicht mache. Okay. Das ist doch soweit ganz schön. Was können wir dann noch machen? Wir könnten noch die Drachenabwehr verbessern und so eine Long-Ranged Ballista hier hinstellen. Ballista Tower. Das würde ich jetzt nochmal machen. Kostet mich das eigentlich Leute? Das kostet mich Arbeiter. Okay, da verschwinden die alle hin. Also da kann man auch nicht so unendlich viel von bauen. Von diesen Abwehrsachen. Ja gut, das ist dann jetzt so. So, Blacksmith ist fertig. Das heißt, hier kommt rein Stein. Das nicht. Die Sachen kommen da rein. So. Hier kommt rein der ganze Kram nicht. Holzkohle auch nicht. So. Hier kommt das ganze Eisenzeug nicht rein. Und hier kommt auch das ganze Eisenzeug nicht rein. Haben wir schon. So, das heißt, eigentlich theoretisch ist das jetzt das einzige Lager, wo sie diesen ganzen Werkzeug und Eisenkram hinlagern dürfen. Das heißt, der Blacksmith müsste jetzt eigentlich hier mal vernünftig arbeiten können. Hoffentlich. So, na dann mach mal. Gut, wir machen Päuschen. Beim nächsten Mal, weiß ich noch nicht. Vielleicht bauen wir mal eine Kirche und wir rekrutieren auf jeden Fall nochmal ein paar Leute hier. Denn mehr Soldaten braucht das Land. Wir haben jetzt zwar schon ein paar Waffen, um Wikinger abzuwehren, zum Beispiel hier diese Bogenschützen und diese Balliste, die gleich fertig ist, die natürlich auch gegen Drachen hoffentlich wirkt. Zumindest haben wir in der Hobbit gelernt, dass man mit so einer großen Balliste vernünftig auch gegen Drachen kämpfen kann. Aber all das nächste Folge, wenn der nächste Angriff von Wikingern dann hier einschlägt. Mal gucken, wie das läuft. Bis dann!